Hallo Eintracht Frankfurt-Fans, willkommen auf dem Kanal. Hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand, also hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt verpasst. Eintracht Frankfurt hat sich aus dem Transferrennen um Christoph Baumgartner verabschiedet. Wie Bild berichtet, ist der umworbene Offensivakteur schlichtweg zu teuer, selbst wenn die TSG Hoffenheim am Ende absteigt. Dem Vernehmen nach gibt es eine Ausstiegsklausel, die es möglich macht, Baumgartner nach dem Ende der Saison aus seinem Vertrag im Kraichgau herauskaufen. Hält Hoffenheim die Klasse, beträgt diese 30 Millionen Euro. Geht es für das abstiegsbedrohte Team von Chefcoach Pellegrino Matarazzo eine Etage tiefer, ist der 23-Jährige wiederum für rund die Hälfte zu haben. Laut dem Boulevardblatt ist aber letztlich beides zu viel für die SGE, deswegen habe Sportvorstand Markus Krösche inzwischen Abstand von einer möglichen Verpflichtung genommen. Andererseits, schon seit einigen Wochen wurde gemunkelt. Jetzt ist es offiziell. Eintracht Frankfurt holt Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg im Sommer ablösefrei zur SGE. Der Wechsel ist ein guter Deal, den Sportvorstand Markus Krösche schon früh finalisieren konnte. Er kann also direkt zum Start der Vorbereitung mit einsteigen. Hinzu kommt, der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt einen langjährigen Vertrag bis 2027, sicher ein weiterer Pluspunkt. Seinen ehemaligen Trainer Oliver Glasner, den er aus Wolfsburger Zeiten kennt, wird er dann allerdings nicht wieder treffen. Die Eintracht und der 48-Jährige gehen ab Sommer getrennte Wege. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich am Montag erfreut über den Wechsel. Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird. Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir einen solch spannenden und talentierten Spieler ablösefrei für Eintracht Frankfurt gewinnen konnten, sagte er auf der vereinseigenen Homepage. Krösche treibt mit der Verpflichtung von Marmoush die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Denn neben dem Trainer könnten auch einige Stars den Verein verlassen. Der Weggang von Daichi Kamada steht beispielsweise bereits fest, ein Verbleib von Starstürmer Randall Kolo Muani ist alles andere als sicher. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.